Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Juli 2019 nach indischen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatungen an für nur 10 Euro. Liebe Soela, ich grüße dich, das ist dein Monatshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Das zeigt den Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Aber Sonne, Mond und die Planeten, sie bewegen sich. Planet heißt auch beweglichen Sternen und sie lösen etwas aus im Geburtshoroskop. Und genau das schauen wir auch an. Uranus bewegt sich im Widder nach indischen Berechnung. Uranus im Widder bringt dir Umbrüche, Veränderungen und das hier in diesem Bereich und das heißt Arbeit. Das kann für dich bedeuten einen beruflichen Veränderung. Mond bewegt sich im Grenzbereich zwischen Stier und Zwillingen, das heißt so bei Sonnenaufgang ist Mond noch im Stier, aber übergeht in Zwillinge. Ich setze Mond im Stier. Aktiviert bei dir die Finanzen und auch die Partnerschaft, weil Mond bewegt sich im siebten Lebensbereich und das hat mit Partnerschaft was zu tun. Mond hat einen Einfluss von Aldebaran in diesem 1. Juli und das heißt etwas klar und deutlich sehen, erkennen. Mars und Merkur ist im Krebs. Merkur ist im Krebs. Und Mars ist auch im Krebs und das heißt, da kannst du deine Kraft einsetzen und das ist eine familiäre Situation oder eine Reise. Das kann auch eine innere Reise sein. Bei Merkur-Mars-Verbindung, gerade hier im 9. Lebensbereich, wo das um Ausland geht, möglich ist auch, dass du Kontakt hast mit einer männlichen Person von Ausland. Jupiter ist im Skorpion. Du hast Skorpion-Aszendent und diese Jupiter-Energie wirkt auf deine Persönlichkeit, auf dein Auftreten, ist noch rückläufig. Grundsätzlich bringt Jupiter Glück. Bei dieser Rückläufigkeit kann bedeuten, dass er noch gebremst ist. Oder meldet sich jemand von Vergangenheit, das macht dich glücklich, ist auch möglich. Diese Rückläufigkeit hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Saturn und Pluto ist im Schütze. Saturn ist der große Lehrmeister. Pluto zeigt, konzentriere auf den Wesentlichen. Hier sind es Schütze-Themen. Das hat mit Reise was zu tun, aber auch einer höheren Bildung, einer inneren Reise. Und hier im zweiten Lebensbereich handelt es sich um Werten, Besitz, Finanzen, auch um dein Selbstwertgefühl. Die beiden Mondknoten, Rahu und Ketu, nehme ich raus von Geburtshoroskop. Weil sie bewegen sich auch. Und Ketu, was die alte Karma symbolisiert, also Vergangenheit, bewegt sich hier im Schütze. Ketu bewegt sich ganzes Jahr und Jahr 2020 immer noch im Schütze.
aktiviert karmische Themen. Neptun ist im Wassermann und lässt unserem Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Neptun aktiviert auch Kunst, Kreativität, die Träume zum Leben inspirieren lassen. Und das ist gerade die Basis, die Fundament, hat einen Einfluss auf deine Wohnsituation. Sonne und Venus ist in Zwillingen, Monatsthema, ist Zwillingsthema. Und das bedeutet zum Leichtigkeit kommen, bedeutet auch Kontakte, Kommunikation, neugierig zu sein für etwas Neues. Und Venus bewegt sich auch hier, dazu kommt noch die Lebensbereich, die achten Lebensbereich, die Wandlung, die Transformation, alles loslassen, was bedrückt, befreit zu sein, zum Luftelement kommen, zu diesem Leichtigkeit. Rahu bewegt sich auch in den Zwillingen, das ist der Drachenkopf, ein karmischer Weg, was wir gerade brauchen zum Lernen, ein neuer Weg. Zweite Juli befindet sich Mond in den Zwillingen. Das ist ein totalen Sonnenfinsternis in diesem Tag. Also Mond in den Zwillingen. Das im deutschsprachigen Raum um etwa 8 Uhr plus minus paar Minuten ist diese totale Sonnenfinsternis. Wird von Orion bestrahlt und das heißt, wir brauchen Neuorientierung. 3. Juli ist Mond immer noch in Zwillingen und wird von Alhena bestrahlt. Und dieser Stern heißt übersetzt ein Zeichen. Das bedeutet, wir bekommen ein Zeichen, eine Botschaft und das sollen wir auch wahrnehmen. Das kann auch eine Traumbotschaft sein, gerade wenn das mit Mond zusammenhängt. 4. Juli ist Mond im Krebs. Und trifft mit Merkur und trifft mit Mars und aktiviert diese Themen. Gespräche, Kontakte, Kommunikation. Bei Mars-Energie kann das deine Kraft sein, dass du deine Kraft einsetzt für etwas, kann aber eine männliche Person sein. Mars im Geburtshoroskop ist immer der Partner. Und bei diesem Bewegung kann aber eine andere männliche Person sein. Ein netter Nachbar oder ein Kollege oder jemand von Familie. 5. Juli befindet sich Mond erdnah und aktiviert bei uns ein Thema, unsere Wünsche, Träume. Und bei diesem Moment, wo Mond in sein Umlaufbahn ganz nah zum Erde befindet, das sind die Möglichkeiten, das auch verwirklichen. Das kommt dann sehr vertraut vor. 6. Juli ist Mond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt, das heißt unserem Herz, unserem Herzensangelegenheit wahrnehmen. 7. Juli ist Merkur im Stillstand und in seiner Umlaufbahn ist der weiteste Punkt aus der Sonne ausgesehen und das heißt dieser Stillstand Schweigen. Es geht nichts voran. Es handelt sich um Terminen, Gesprächen, Verträgen und wir sollen etwas noch überprüfen. Etwas ist unklar, undeutlich. Merkur ist zu weit weg von der Sonne. Jetzt nicht im Vergleich zum anderen Planeten, sondern wenn ich seine Umlaufbahn betrachte, die weiteste Punkt aus der Sonne ausgesehen. Das heißt, es fehlt die Klarheit. Und dazu noch im Stillstand. Dann wird rückläufig. 8. Juli ist Mond im Jungfrau. Merkur wird rückläufig. Mond aktiviert Jungfrau-Themen, etwas in Ordnung bringen, in Heilung bringen
Und hier in diesem Lebensbereich handelt es sich um Wünsche, Träume, aber auch Freundschaften. Das wird auch aktiviert. 9. Juli ist Halbmond. Halbmond ist immer Spannung zwischen Sonne und Mond und fehlt das Wasserelement. Und wir können das ausgleichen, wenn wir das Wasserelement betonen. Und das sind unsere Sehnsüchte, Träume, unsere Intuition, unsere Gefühle bewusster wahrnehmen. So finden wir die inneren Gleichgewicht, die inneren Balance. Im selben Tag spiegelt Sonne und Saturn, sie stehen gegenüber. Und das heißt entweder Vaterthemen, möglich ist auch eine männliche Person, wo über uns steht, wie zum Beispiel ein Chef, und da kommt eine gewisse Strenge und müssen wir das in Ordnung bringen. Aber Sonne bedeutet auch unserem Selbst das Erkennen, unserem Selbsterkenntnis. 10. Juli bekommt Mond einen Einfluss von Speaker im Waage. Mond übergeht im Waage. Dieser Speaker ist nichts anderes als die Weizenähre im Jungfrauen, befindet sich im Grenzbereich zwischen Jungfrau und Waage, und das heißt Ernte. All das, was wir beginnen heute, das trägt Früchte. Aber wir sollen auf die Waage-Energie achten, das ist die inneren Gleichgewicht und Leichtigkeit. 13. Juli ist Mond in Skorpion und trifft mit Jupiter. Mond aktiviert die Jupiter-Energie und Jupiter neigt dazu, das zu vergrößern. Natürlich kann das uns Glück bringen, aber möglich ist auch, dass wir etwas übertreiben. 14. Juli befindet sich Mond im Schlangenträger. Schlangenträger gehört nicht zu den Tierkreiszeichen, obwohl auf dem Ekliptik befindet zwischen Skorpion und Schütze. Und hier bei Schlangenträger-Energie handelt es sich um Heilung. Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlischen Arzt, und wir brauchen Heilung. Und auch vorsichtig sein von Lügen, Intrigen, das, was wir in diesem Tag erleben können. Im selben Tag steht Sonne mit Pluto in Verbindung und wird was gespiegelt, das klar und deutlich sehen, erkennen, was sollen wir loslassen. Und natürlich auch bei Pluto Energie auf die Wesentlichen konzentrieren. 15. Juli übergeht dann Mond im Schütze, aktiviert Schützenthemen, das ist Orientierung nach unserer Begeisterung und nach unserem Wunsch, aber mit einer Begeisterung, oder Reisen. Das kann auch eine innere Reise auch sein. Und bei dir noch kommt dazu den zweiten Lebensbereich, und das heißt Werte, Wertschätzung und Finanzen. 16. Juli ist Vollmond im Schütze, exakt um 22.38 Uhr auf dem absteigenden Mondknoten. Aktiviert karmische Themen, wird von Nunki bestrahlt. Nunki war bei Assyrer verehrt und sie haben Nunki beschrieben wie einen heiligen Ort. Ich würde das als Kraftort bezeichnen, und wir brauchen einen Platz, wo wir zur Ruhe kommen. Und hier handelt es sich auch um Karma, weil das alles auf diesem karmischen Mondknoten stattfindet. Möglich ist auch, dass jemand auf einer Reise ist und hat das Gefühl, oh, da war ich schon mal. In diesem 16. Juli ist partielle Mondfinsternis, und das hat mit karmischen Themen was zu tun. 17. Juli ist Mond im Steinbock, aktiviert Steinbock-Themen, und das bedeutet Zielsetzung. Hier hast du in deinem Geburtshoroskop unseren Planet Erde, wo sich etwas manifestiert. Das ist deine Schule, dein Leben. Und das heißt, hier hast du immer wieder Prüfungen, deine Ziele nicht aufgeben, sondern das verwirklichen. Im selben Tag übergeht Sonne im Krebs,
und beginnt ein neuer Monatsthema und das heißt Familie. Am 20. Juli ist Mond im Wassermann. Aktiviert Wassermann-Themen, deine Ideenreichtum, deine Ideen zu verwirklichen. Und hier im 4. Lebensbereich handelt es sich auch um deine Wohnsituation. Am 21. Juli befindet sich Mond in seiner Umlaufbahn in die weiteste Punkt aus der Erde ausgesehen und aktiviert unsere Wünsche. Aber weil das so weit ist, wir neigen dazu, das zu verneinen. Und wir sagen, oh, das erreiche ich sowieso nicht. Möglich ist auch, dass jemand anderes uns das erzählt. Oh, gib doch auf, das kommt sowieso anderes. Und hier brauchen wir das inneren Kraft, die Überzeugungskraft, das nicht aus die Augen verlieren, sondern weiterhin daran glauben. 21. Juli, im selben Tag, trifft Sonne mit Merkur. Das sind Gespräche, Kontakte, klärt sich etwas auf. 22. Juli ist Mond im Fischen und wird von Walfisch bestrahlt. Walfisch kann bedeuten, dass jemand versucht, einen Einfluss zu nehmen auf unserem Leben. Und dann müssen wir das abgrenzen. Mal zuhören, was diese Person will. Meistens sind das keine guten Absichten. 24. Juli ist Venus im Krebs. Venus aktiviert die Liebe, Partnerschaft. Das kann auf einer Reise sein. Aber bei dieser Bewegung, was man als Transit nennt, kann auch bedeuten, dass du Kontakt hast mit einer oder mehreren weiblichen Personen auf einer Reise oder von Ausland, kann auch eine Schulung auch bedeuten. Im selben Tag trifft Venus mit Merkur und das kann eine Liebesnachricht sein. 25. Juli ist Mond im Widder. Das kann einen Neuanfang auslösen. Und in diesem Tag ist ein Halbmond. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond in einer Spannung ist. Dieser Halbmond ist exakt um 2.18 Uhr Minuten. Es fehlt die Leichtigkeit, es fehlt die Luftelement. Im selben Tag trifft Mond mit Uranus. Uranus herrscht astromedizinisch über unserem Nervensystem und weil sowieso Spannung ist, das kann ein Nervenkitzel sein, also wir sollen die inneren Ruhe bewahren. 27. Juli ist Mond im Stier, aktiviert Stierthemen und das ist die Gemütlichkeit, mal ausruhen, entspannen, bedeutet aber auch Werte, Wertschätzung, Besitz und Finanzen. Und bei dir kommt noch dazu der 7. Lebensbereich und das hat mit Partnerschaft was zu tun. 28. Juli wird Mond von Aldebaran bestrahlt. Aldebaran ist ein königlicher Stern, ein Wegweiser. Beleuchtet unserem Lebensweg oder wichtig ist, etwas klar und deutlich sehen, erkennen. 29. Juli ist Mond in Zwillingen, kommt die Zwillingsenergie, das ist die Leichtigkeit, die Kontakte.